Am meisten hat mit Sicherheit in diesem Jahr die Atomkatastrophe in Fukushima die Bürger bewegt, aber auch die Eurokrise mit der damit verbundenen Finanzkrise in verschiedenen Ländern und den großen Diskussionen bei uns im Lande auch. Aber es hat sich natürlich auch in der Gemeinde in Rottach-Egern einiges bewegt. So haben wir zum Beispiel den Wandinger Parkplatz fertigstellen können, die Überquerungshilfe über die Bundesstraße beim Kur- und Kongresssaal. Dann haben wir beim Anwesen Nördliche Hauptstraße 20 den Gehsteig verbreitern können, sodass da jetzt der behindertengerecht ist und besser nutzbar ist, beziehungsweise überhaupt erst nutzbar ist für Rollstuhlfahrer und Fahrer mit Rollatoren. Dann haben wir die Brücke über den Mühlbach an der Bender-Aribo-Straße sanieren können. Eine Elektrotankstelle beim Wandinger Parkplatz ist geschaffen worden und nach jahrelangem Bemühen ist uns endlich gelungen, beim Straßenbauamt zu erreichen, dass die Bundesstraße im Bereich zwischen Seestraße und Rottachbrücke, beziehungsweise eigentlich nur darüber hinaus, dass die erneuert wird. Im Jahr 2012 werden wir uns bemühen, dass wir die Plätze für zwei Kinder, also ein Gebäude errichten, für zwei Kindergruppen. Dann soll eine Tiefgarage, beziehungsweise die Planungen für Tiefgarage an der Fürstenstraße bei der Schule und Turnhalle in Angriff genommen werden. Und was mein ganz persönlich intensivster Wunsch ist, dass uns gelingt, vielleicht auch die Planungen oder in Planungen einzusteigen für eine neue Turnhalle in unserer Gemeinde. Außerdem, was natürlich schon feststeht, dass wir im Jahr 2012 die Bauarbeiten, die intensiven Bauarbeiten beim Umbau beim Kur- und Kongresssaal, dass wir das fertigstellen werden. Wir werden den Oberachweg ausbauen und verschiedene sonstige Straßensanierungsmaßnahmen noch auf den Weg bringen. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern von Rottach-Egern, von den Talgemeinden und darüber hinaus ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und im neuen Jahr viel Glück, Erfolg. Alles das, was sich der Einzelne oder die Einzelne wünscht, soll eintreten. Und vor allen Dingen wünsche ich Gesundheit und etwas mehr Zufriedenheit bei uns, in unserer Gesellschaft und auf der ganzen Welt.